Schönen guten Morgen heute. Wir haben es jetzt genau 4.50 Uhr. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die Rekruten heute zu wecken. Das heißt, wir werden es gleich eine alte Marinetradition so machen, dass ich sie erst locke. Mit einem Lockruf und dann werden wir sie wecken mit einem ganz normalen, traditionellen Reise aufstehen, so wie es in der Marine üblich ist. Reise, Reise. Aufstehen, Reise, Reise, aufstehen, Reise, 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 aufstehen. So, jetzt muss man halt schauen, dass man jeden wegkriegt, dass ich keinen vergessen habe zu wecken. Aufstehen, 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 aufstehen. Also es wird immer geweckt wie auf dem Schiff anscheinend. Die ersten Mal haben wir uns eh gefragt, was ruft der da überhaupt, weil wir das nie verstanden haben. Ob man sich dran gewöhnt? Ja, auf jeden Fall. Man gewöhnt sich sowas von dran. Schlafen kann man danach eh nicht mehr, wenn man einmal wach ist. Ja, heute machen wir wieder die Ausbildung im Schießsimulator. Heute speziell P8. Das Schwierige ist, dass die Handhabung mit der Pistole etwas komplizierter ist als mit dem Gewehr. Das Gewehr lässt sich leichter stützen bei der Schussabgabe. Und da haben einige doch mehr Probleme als mit dem Gewehr. Mal schauen, wie es wird, weil harter Abzug und so, da haben einige mit Problemen, den Abzug krümmen, unter anderem auch ich mit einem Finger. Wer das nicht besteht, wird nächste Woche nicht zugelassen. Wer nächste Woche nicht schießt, hat keine Wache, hat hier eine Grundausbildung nicht bestanden. Ganz einfach. Grundlagenübung 1, Pistole, wird geschossen auf jeweils zwei Entfernungen, 5 Meter, 10 Meter. Das soweit verstanden? Jawohl. Auf 5 Meter Kästchen treffen. Auf 10 Meter haben Sie die komplette Bravo-Zone zur Verfügung. 5 Schuss mit weichem Abzug, das heißt, Sie werden beim ersten Schießen den Hahn hinten vorspannen. Auch hier PSK-Arbeiten, Sicherung, fester Sitzmagazin. Eine simulierte Ladekontrolle, Visiereinrichtung. Über F entspannen, auf F stellen, Daumen rauf, polstern. Schnelle Feuerbereitschaft. Feuer! Übungsende. Bahn 1, ein Ziel links, linkes oberes Kästchen, Kontaktstellung. Waffe vorspannen. 5 Schuss Einzelfeuer auf Kommando, Feuer. Feuer. Jetzt mit hartem Abzug. 5 Schuss Einzelfeuer auf Kommando, Feuer. Übungsende. Anspruchsvoller als das Gewehr auf jeden Fall, weil die Pistole viel mehr auf Zittern und sowas reagiert. Man muss wirklich langsam abdrücken und den Schuss kommen lassen. Ein Ziel links, rechtes oberes Kästchen. Aber langsam, langsam zielen. Bahn 2, Kontaktstellung. Feuer! Der weiche Abzug, der kommt richtig schnell. Den checkst du gar nicht, dass er so schnell kommt. Du drückst, bist gerade am Drücken, dann schießt du schon. Und der harte Abzug, da wartest du erstmal. Und wartest und denkst, hey, wann kommt der, wann kommt der? Ja, dann kommt der auf einmal. Ein Ziel links, Kontaktstellung. Feuer! So, jetzt mit harten Abzug. Bahn 1 bis 3. Ein Ziel rechts. Kontaktstellung. Feuer! Waffen ablegen. Ich war ziemlich nervös. Ich muss sagen, ich bin mit meinem Schießergebnis sowas von zufrieden. P8 ist nochmal schwerer. Ich krieg den Abzug mit einer Hand nicht alleine hin, den harten. Ganz ruhig. Nicht so viel verrückt. Feuer! Feuer! Jetzt zuhören, jetzt wieder weicher Abzug. Sie haben die komplette Bravo-Zone zur Verfügung. Feuer! Linkes oberes Kästchen, Kontaktstellung. Das heißt, beide Hände sind an der Waffe. Arme durchgestreckt, Füße schulterbreit auseinander. Wie stehen Sie da? Feuer! Übungsende! Ihr seht, ich stehe jetzt hier und habe dann auch mal bestanden. Es kommt ja immer auf die Distanz an. Ne? Und wenn man zum Beispiel mit der G36 in die Mitte schießen will, also genau in die Bravo-Zone, muss man halt ein bisschen höher ansetzen, damit der Schuss dann auch in der Mitte trifft. Ich fand es jetzt schon schwerer als das G36 auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich bestanden habe.
Ja, 5 Meter war schwieriger als 10 Meter, einfach aus dem Grund, dass man bei 5 Metern einen bestimmten Bereich treffen musste und bei 10 Meter halt sozusagen die komplette Bravo-Zone für sich hatte. Ich habe immer noch Respekt davor, es ist jetzt ein bisschen entspannter, weil ich weiß, dass ich bestanden habe. Ich war voll aufgeregt. Jedes Mal, wenn Sie die Schutzabgabe getätigt haben und in der Kontaktstellung sind, machen Sie das selbstständig. Über S entspannen und N sichern. Atemabzug herstellen. Feuer! Nur den ersten haben wir verrissen. Also ich habe es immer so gemacht, ich habe zweimal ein- und ausgeatmet zwischen den Schüssen. Das dient auch noch der Stabilisierung. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit mir. Ich habe beide Prüfungen noch verstanden. Ich mag das mit Atemabzug nicht. Ich habe nicht genug Kraft im Finger. Das Pflichtprogramm ist geschafft. Das wurde heute Vormittag komplett erledigt. Also mit der Gruppe bin ich persönlich eigentlich zufrieden. Also alles Weitere wird sich erst zeigen nächste Woche. Wir haben es alle bestanden. Wir dürfen alle auf den Schießstand. Da sind wir alle schon ziemlich froh. Also es gab so 2, 3 Ausreißer, die hätten echt besser laufen können. Aber insgesamt bin ich echt zufrieden mit meiner Leistung. Wir werden eine Runde laufen gehen. Das wird die Ausdauer tun. Also wenn ich laufen gehe, 60 Minuten, werde ich nicht mal warm. Mal Zähne zusammenbeißen, 60 Minuten. Danach soll es das gewesen sein. Och, boah, knackiger Lauf. Eine Stunde. Die Lampe noch. Wie viel haben wir jetzt durch? Also 15, 20 Minuten laufen wir jetzt ungefähr. Wenn es weh tut, tut es weh. Wenn man heulen muss, dann wird jetzt geheult. Ist mir egal, aber wir halten nicht an. Vor einem halben Jahr hat mich keiner 10 Minuten irgendwie durch die Gegend bewegt. Oh, here we go. So here we go. We do it again. We do it again. We're moving out. We're moving out. We're moving in. 60 Minuten durchlaufen am Stück sind geschafft. Was ich gut finde, alle haben mitgezogen, alle haben durchgezogen. Geschafft. War ganz einfach, also ich hatte einen. Der Teamgeist hat gezählt. Und das war spitze. Das war gut. Besser kann es nicht sein. Heftig. Aber mir ist nicht das zu sagen, weil ich brauche meinen Atem. War eine gute Leistung. War ich doch positiv überrascht. Yes! Heute war Schießen und Laufen für eine Stunde. Wenn ihr sehen wollt, ob wir noch mal mehr laufen, dann solltet ihr auf jeden Fall morgen wieder einschalten bei Die Rekruten. Auch auf Facebook, YouTube und sonst, wo ihr uns findet. Und hier deine 2 Ausstäbchen. Supi! Adios!